Mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Geschwindigkeiten, die Sie vorher eingestellt haben, nicht zu überschreiten. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie auf diesen Schalter. Bindestriche zeigen an, dass die Funktion Tempomate der Begrenzerfunktion aktiv ist und gerade auf die Eingabe einer Geschwindigkeitsbegrenzung wartet. Und an der Instrumententafel wird die Meldung Begrenzer bereit, Set zur Aktivierung angezeigt. Drücken Sie dieses Bedienelement nach oben oder unten, wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Ihre aktuelle Geschwindigkeit ersetzt dann die Striche und die Kontrolllampe leuchtet weiß. Beachten Sie, dass Geschwindigkeiten erst ab 30 km/h gespeichert werden können. Um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu ändern, drücken Sie dieses Bedienelement nach oben, um den Wert zu erhöhen, und nach unten, um ihn zu verringern. Ein langer Druckimpuls nach oben oder unten verändert die Geschwindigkeit in Schritten von 10 km/h. Der Tempomat in der Begrenzerfunktion verfügt über eine Bremsfunktion beim Bergabfahren. Das System wirkt dann auf die Bremse ein, um Ihr Tempolimit beim Bergabfahren einzuhalten. Sie können den Tempomaten in der Begrenzerfunktion mit der Funktion Verkehrszeichenerkennung kombinieren. Drücken Sie dazu auf diesen Schalter. Das System erkennt dann die Geschwindigkeitsbegrenzungen und zeigt sie an der Instrumententafel an. Außerdem können Sie Ihren Tempomaten in der Begrenzerfunktion so einstellen, dass er auf Verkehrszeichen erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen berücksichtigt. Wenn Sie die Höchstgeschwindigkeit überschreiten, blinkt der Kreis um das Schild und wird auf der Instrumententafel angezeigt, um Sie aufzufordern, langsamer zu fahren. Auf diesen Schalter, um die Begrenzung an die erkannte Geschwindigkeit anzupassen. Wenn Sie das festgelegte Tempolimit erreichen, können Sie Ihre Geschwindigkeiten nicht mehr erhöhen. Wenn Sie auf das Gaspedal drücken, spüren Sie einen Widerstand. Natürlich können Sie jederzeit vorübergehend wieder die Kontrolle über die Beschleunigung des Fahrzeugs übernehmen, beispielsweise für einen Überholvorgang, indem Sie das Gaspedal fest drücken. Wie Sie an der Instrumententafel sehen können, blinkt das festgelegte Tempolimit während des Überholvorgangs rot. Nehmen Sie den Fuß vom Pedal, um zur festgelegten Geschwindigkeit zurückzugelangen. Wenn Sie erneut das festgelegte Tempolimit erreichen, erscheint die Anzeige wieder normal an der Instrumententafel und der Geschwindigkeitsbegrenzer nimmt seine Funktion wieder auf. Um die Funktion in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie einfach diesen Schalter. Das eingestellte Tempolimit wird gespeichert und an der Instrumententafel grau angezeigt. Um Ihre gespeicherte Geschwindigkeit wieder zu aktivieren, drücken Sie diesen Schalter nach oben. Die eingestellte Geschwindigkeit wird dann grün angezeigt. Wenn der Tempomat im Standby-Modus steht, wird die Funktion durch Drücken des Schalters nach unten ohne Berücksichtigung der gespeicherten Geschwindigkeit erneut aktiviert. Es wird dann die aktuelle Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs verwendet. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie auf diesen Schalter. Die Kontrollleuchte erlischt an der Instrumententafel und die gespeicherte Geschwindigkeit wird gelöscht. Beachten Sie, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Achten Sie stets auf die Verkehrsbedingungen und auf Ihre Umgebung.